Maximilian Mittelstädt ist der Beweis, dass Träume wahr werden. Der Reihe nach. In der vergangenen Saison stieg er mit Hertha BSC von der ersten in die zweite Bundesliga ab. Am 1. Juli 2023 wechselte er dann für 500.000 Euro zum VfB Stuttgart. Dort spielt er nach schwerer Kritik mit dem VfB bislang eine unfassbare Saison. Sie sind auf Champions League Kurs. Jetzt der Höhepunkt. Am vergangenen Dienstag gab er gegen Frankreich sein Debüt für die deutsche Mannschaft. Und am Samstag gegen die Niederlande schoss er dann per Traumtor noch sein erstes Tor für den DFB.